Hallo, wir machen heute romantische Schokoherzen mit Himbeeren. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Valentinstag steht bald wieder an und deswegen habe ich heute eine Rezeptidee für euch. Wir machen ganz einfach Schokoplätzchen als Herzen mit gefriergetrockneten Himbeeren. Das sieht richtig hübsch aus und schmeckt vor allen Dingen auch richtig lecker, weil Himbeeren und Schokolade, das passt super gut zusammen. Und als zweite Variante machen wir die Schokoplätzchen auch noch mit Füllung. Gefüllt mit Himbeerkonfitüre habt ihr dann so richtig leckere Doppeldeckerkekse. Wir machen ganz einfach einen Schokomürbeteig. Das Rezept ist wirklich simpel. Ich zeige euch jetzt die Zutaten und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Für den Schokomürbeteig brauchen wir Puderzucker, kühle Butter, Mehl, ein Eigelb, etwas Vanillepaste, Kakaopulver und eine Prise Salz. Für den Mürbeteig gebe ich jetzt einfach alle Zutaten direkt hier auf meine Arbeitsfläche und verknete sie einfach zügig mit den Händen. Und die Butter ist jetzt auch nicht kalt und steinhart frisch aus dem Kühlschrank, sondern einfach nur kühl, denn dann lassen sich alle Zutaten viel besser zu einem geschmeidigen Teig kneten. And I just wanna tell her how I feel, screaming out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Der Schokomürbeteig ist jetzt fertig geknetet und jetzt packe ich ihn einfach in eine Tupperdose und dann wird der Teig kaltgestellt für mindestens eine Stunde. Und dann können wir den Teig auch schon ausrollen und unsere Herzen ausstechen. I tell him, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Den Schokomürbeteig habe ich jetzt ausgerollt und das geht immer ganz gut mit Hilfe von so Ausrollstäben, ungefähr 3 mm dick. Aber ihr könnt natürlich auch so frei Hand ausrollen. Und jetzt steche ich meine Herzchen auch schon aus. Vor dem Backen stelle ich das Blech mit den Plätzchen immer noch mal kalt. Jetzt, wenn es noch so kalt ist, einfach auf den Balkon oder eben in den Kühlschrank. So 10 Minuten, damit die Plätzchen richtig schön durchkühlen können. Und so kommt das Blech jetzt in den Backofen und dann behalten die Plätzchen richtig schön ihre Form. I don't know where she came from. It kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night with her. Die Plätzchen sind jetzt alle vollständig abgekühlt und jetzt können wir sie überziehen und dekorieren. Dazu habe ich hier schon mal dunkle Kuvertüre temperiert. Damit werde ich die Plätzchen gleich überziehen. Und dann habe ich hier gefriergetrocknete Himbeeren. Die nehme ich jetzt zur Dekoration. Die sind so richtig schön säuerlich und himbeerig. Und die könnt ihr als Pulver übrigens auch in den Mürbeteig mit einarbeiten, wenn ihr das möchtet. Von den Herzen lasse ich ein paar aber am Ende übrig, denn ich möchte euch ja noch die zweite Variante, die gefüllte Doppeldecker-Variante, zeigen und dazu brauche ich noch ein paar Unterteile. Und die Herzen, die tunke ich jetzt einfach so zur Hälfte in die Kuvertüre und streue dann gleich, bevor die Schokolade fest wird, die gefriergetrockneten Himbeeren darüber. When you saw her in that dress. When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances. Und wenn ihr zum Beispiel keine gefriergetrockneten Himbeeren habt oder keine Lust darauf habt, dann könnt ihr natürlich auch Zuckerstreusel nehmen, passend zum Valentinstag und damit eure Schokoherzen dekorieren. Stay with me, and I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Die Schokoplätzchen könnt ihr jetzt entweder ganz einfach als einfache Schokoherzen verschenken oder ihr könnt sie auch noch füllen. Wir machen nämlich jetzt noch eine Doppeldecker-Variante. Dazu habe ich Himbeerkonfitüre in der Mikrowelle erwärmt, dann wird sie flüssig. Und jetzt nehme ich mir die Unterseiten der Plätzchen, die ich aufgehoben habe, und die drehe ich einmal um.
Und da gebe ich jetzt etwas von der Himbeerkonfitüre drauf. Und das könnt ihr jetzt entweder mit einem Teelöffel machen oder ganz einfach mit einem Spritzbeutel. Falls ihr mehrere Plätzchen füllen möchtet, dann geht es mit dem Spritzbeutel etwas schneller. Die Himbeerkonfitüre lasse ich jetzt kurz anziehen, dann ist sie nicht mehr so flüssig. Und dann nehme ich mir eine Oberseite und setze sie auf die Himbeerkonfitüre oben drauf. Und wenn die Himbeerkonfitüre dann fest wird, dann habt ihr so einen richtig tollen Doppeldeckerkeks. Die Schokoplätzchen sind fertig und jetzt können wir sie vernaschen oder auch verschenken zum Valentinstag, zum Muttertag oder auch einfach zu Weihnachten backen. Ihr müsst sie ja nicht in Herzform machen, ihr könnt sie zum Beispiel auch einfach rund ausstechen und dann machen sie sich bestimmt auch toll auf einem Weihnachtsplätzchenteller. Und jetzt hoffe ich, ihr backt das Rezept mal nach, zeigt mir eure Bilder wie immer gerne, zum Beispiel auf Instagram. Und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss! And you're sweating and you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love.